Fabaceae. Dieser hier wachsende Weißklee, Trifolium repens, gehört zu den Schmetterlingsblütlern, den Fabaceae. Für die Landwirtschaft stellt Klee eine hervorragende Futterpflanze dar. Aber auch für Imker bringt ein Hektar Kleewiese ca. 100 Kilogramm Honig. Fabaceen sind in der Lage, mit Knöllchenbakterien eine Symbiose einzugehen und mit deren Hilfe Luftstickstoff an den Wurzeln zu binden. Dadurch verbessert sich enorm die Bodenfruchtbarkeit. Dies macht sie zu den sogenannten Leguminosen. In der Landwirtschaft spielen Leguminosen eine tragende Rolle, seien es Bohnen, Erbsen oder Soja. Soja wird heutzutage auf gerodeten südamerikanischen Regenwaldflächen mit der dreifachen Größe Deutschlands als Viehfutter angebaut und exportiert. Diese wunderschöne Pflanze hier neben mir, eine Lupine, ist ein klassischer Gartenflüchtling. Ihre Einzelblüten ähneln einem Schmetterling, weshalb die Familie auch Schmetterlingsblütler genannt wird. Wenn wir uns jetzt eine Einzelblüte näher anschauen, sehen wir wieder die Ähnlichkeit zum Schmetterling. Die beiden seitlichen Kronblätter werden sogar Flügel genannt. Oben sitzt die Fahne und unten das Schiffchen, welches bei näherer Betrachtung der gesamten Blüte sehr dominant ist. Von vorn betrachtet verdecken die Flügel auch häufig die Fahne. Die Kelchblätter sind alle miteinander verwachsen und unauffällig grün. Bei großen Blüten können sie die neun U-förmig miteinander verwachsenen und ein solitäres oberes Staubgefäß erkennen. Diese Eigenschaft macht die Blüte monosymmetrisch zygomorph. Häufig sind die Blüten zu Trauben zusammengezogen, wie wir es hier bei der Lupine oder unserem Klee sehen können. Die Lupine erkennen Sie im Gelände ganz einfach an ihrer Größe, ihres traubigen Blütenstandes mit blau-violetten Einzelblüten und ihrer besonderen Blattstellung. Einige krautige Fabaceen, wie diese Wicke hier hinter mir, haben Ranken am Ende ihrer gefiederten Blätter. Diese nutzen sie, um an anderen Pflanzen hochzuwachsen. Über die Eselsbrücke des alternativen, vielen bekannten Trivialnamens, den Hülsenfrüchtlern, ist die Frucht der Fabaceen, also die Hülse, recht einprägsam. Außerhalb der gemäßigten Zone stoßen wir häufig auf baumartige Vertreter wie den Johannisbrotbaum oder die Akazie. Hier finden wir zumindest eine falsche Akazie, die Robinie. Wie alle Fabaceen hat sie gefiederte Blätter und ähnelt so auf den ersten Blick eigentlich nur vier einheimischen Bäumen, drei Eschenarten, die den Oleaceen angehören, und der Vogelbeere, die eine Lamiaceae ist. Die Robinie hat ihren Beinamen falsche Akazie bzw. Robinia pseudoacacia wegen der Ähnlichkeit zu Akazien, also wegen der gefiederten Blätter und der langen Dornen, die bei der Robinie meist an den frischen Trieben zu finden sind. Fabaceen haben bis heute einen großen Stellenwert für den Menschen eingenommen, sei es in der Landwirtschaft, Ernährung oder als Zierpflanze.